bin seit 25 Jahren bei der Polizei circa, seit knapp 2002 bei der Kriminalpolizei und versehe hier Dienst im Ermittlungsbereich der Raubkriminalität seit circa 2010. Also wir sind vier Raubgruppen da im Ermittlungsdienst mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Es ist eine gute Mischung zwischen Jung und Alt. Das funktioniert sehr gut, das ist Teamgefüge, dass die Einheit sehr professionell arbeitet und wir leisten einen großartigen Beitrag für die objektive Sicherheit, aber auch für das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Die größten Herausforderungen ist mit Sicherheit, dass man die Täter ausforscht, den oder die Täter. Wir machen für den Raum Wien Home Invasions, wir machen auch die Banküberfälle, Geldtransporter oder im Bereich der Jugendkriminalität diese Raubüberfälle. Und da schaut man sich an, okay, was gehört zu uns, zu unserer Aufgabenstellung. Angefangen von Telefonüberwachungen, Observationen, Funkzellenauswertungen, also verschiedenste technische Maßnahmen, bis natürlich zu Hausdurchsuchungen, Vollziehung von Festnahmeanordnungen, je nachdem. Also, es gibt eigentlich nichts Schöneres, wenn du ein Opferfeedback kriegst. Ja? Das heißt, wenn du so Täter, den Täter oder die Täter ausforschst und diese Mitteilung an Opfer machst, du kriegst ein irrsinniges Feedback. Ja? Und das macht dich dann schon stolzer irgendwie, und wenn die Opfer zu dir herkommen und sagen, hey, danke, danke für die Polizeiarbeit. Und das ist doch ein wesentlicher Beitrag, wo du halt ein anerkennendes Feedback kriegst.